Geht Schlag auf Schlag. Nachdem wir jetzt noch 20 Minuten Zeit haben, machen wir einen kurzen Durchflug bei Adria Caravan. Wir haben hier den Action, der Dauerbrenner, der Bestseller, glaube ich. Ja? Soweit ich weiß, ist das ein Bestseller. Ach so, okay, sehr gut. Also ich habe gelesen in der Händlermappe, das ist das meistverkaufte Modell. Ja, beziehungsweise würde ich jetzt sagen. Die genau aktive junge absolut. Leute, Sportler. Hat man schön neu gemacht. Zwei Personen, ja. Ja. Die Kollegin von Barbara Jost steht neben mir und machen wir noch ein bisschen Smalltalk dazu. Ja. Unterhalten wir die Zuschauer am frühen Morgen, wo es draußen so unwirklich ist gegen gestern. Ja, aber wir machen das Beste draus, gell? Ja, natürlich. Und dann kommen die in die Halle, das ist auch nicht richtig. Verkehr. Und wir machen ein bisschen also Lust auf den Caravan-Salon. Kommt alle rein, schaut vorbei, auch am P1 abends und so weiter. Wir sind da und freuen uns auf euch. Bis gleich, jetzt gehen wir noch schnell rein, das Fahrzeug. Jo. Servus, Grüße viel Erfolg. Ja, mache ich. Grüße an Frido. Hört ihr? Ach, wie cool. Super. Also, da ist auch jemand drin. Und den stören wir aber gar nicht. Ich filme nur einmal kurz die neu gestaltete Küche ab, die Möbel, und gehe einmal, wenn sie nicht auftauchen, einmal rundum. Da sehen Sie, letzte Vorbereitungen für den Messeansturm werden wieder gemacht. Und dann ziehen wir doch gleich mal weiter in den nächsten Adria Action. Der steht hier. Das war jetzt der 391BH. In einer Vorsendung bin ich kurz auf diesen Ofen eingegangen. Ja, was will man mehr dazu sagen als easy und praktisch gelöst, dass man den hier an Bord hat. Und hier haben wir jetzt den 361LH Graphite. Das heißt also, Bauform wieder und eben die Außenoptik geändert worden. Und ihr hört, es geht gerade los. Die Hauptsprecherin mischt sich ein und gleich werden die Schleusen geöffnet und dann ist ein weiterer Tag angeblasen. So, gucken wir auch hier nochmal rein, dann seht ihr kurz, wie sich das ungefähr gestaltet. Umbaumöglichkeit fürs Bett für zwei Personen, da kann man auch mal zu dritt schlafen, den Kühlschrank hoch oben. Aber praktisch, Absorberkühlschrank. Und hier gehen wir nochmal über die Küche runter. Und schon sind wir durch. Ist ja nicht der größte, aber er hat natürlich eine tolle Bauform. Er ist praktisch, er ist aerodynamisch, er ist äußerst robust gebaut. Und ist wie gesagt ein echter Klassiker bei Adria. Also Adria ohne Action, kaum mehr vorstellbar. Das ist wirklich ein weiteres Markensymbol geworden. Ja, da haben wir die Actions. Die Action. Action am Morgen, da haben wir noch ein Action stehen, guten Morgen, da haben wir noch ein Action, machen wir nochmal Action, hier ist der 391 PD und der unterscheidet sich vom Grundriss insofern, ihr seht es, dass er eben Bett und Sitzgruppe getrennt hat, wobei sie auch wieder beides umbringt. Hier der Einstieg, gehe ich rein. Kleiderschrank am Eingang praktisch, braucht man um die Ecke greifen, um zur Klamotte zu kommen. Und da geht es hinter und er hat dann eben auch in Fahrtrichtung ein Seitenbett bekommen. Hier ist noch das Bad. Und so können wir wunderbar reinschauen. Da hinten haben wir dieses ganz großzügige Doppelbett. Und wenn man diese kompakten Außenmaße sieht, ist das wirklich gigantisch. Jetzt hat man eben auch dieses große Fenster spendiert da oben, beziehungsweise ein Zubehör. Aber das würde ich jedem empfehlen, das mitzukaufen. Da war mal das Gerücht unterwegs, die Dinger seien nicht dicht. Alles war mal irgendwann nicht dicht. Ich bin heute noch nicht dicht. Also von dem her, keine Angst, wir hatten nie eine Reklamation. Warum auch? Das ist Standardbranchenware. Die Hersteller bedienen sich morgen. Und ja. Alles easy. Außerdem haben sie eine tolle Gewährleistigkeit. Ich habe wieder ein neues Wort erfunden. Gewährleistigkeit. Also, wenn Sie Probleme mit der Gewährleistung haben, kommen Sie zu uns. Das ist jetzt der Action 391 PD gewesen. Ich suche mal meine Tasche und mache gleich noch einen Durchflug durch die Adora-Bauerei. Bis gleich, der Camper Tobi vom Caravan-Salon in Düsseldorf. Servus.